Moin Moin und Waldmannsheil und herzlich willkommen im neuen Revierlebenteil. Ja, es ist Mittag, es ist bombastisches Wetter, ich habe 2 Stündchen Zeit, konnte relativ früh in der Firma abhauen und werde jetzt mal anfangen, Reviereinrichtungen zu kontrollieren. Jedes Jahr kontrollieren wir im März und April alle festen Reviereinrichtungen. Es sind bei uns tatsächlich 40 an der Zahl, das ist eine ganze Menge Zeug. Und ja, die letzten Jahre ist es immer so, der eine hat in der Ecke, wo er sich immer gerne auffällt, geguckt, der andere da, dann wurden Zettelchen geschrieben, was alles gemacht werden muss, und das war immer nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich habe was Neues gebastelt. Ich hatte euch letztes oder vorletztes Jahr mal Google My Maps vorgestellt zum Kartieren von Drückjagdböcken. Das habe ich genutzt und habe für unsere Jungjäger alle festen Ansitzeinrichtungen im ganzen Revier kartiert. Aus dieser My Maps Karte habe ich mir dann einen Auszug gezogen von der Karte mit Nummern, mit passender Legende, und habe dazu eine Excel-Tabelle entworfen. So, und die sieht so aus. Also hier durchnummerierte Nummern für die einzelnen Sitze. Das sind die beiden Reviere, gelb und blau. So, muss ein Pirschpfad gemacht werden, mache ich hier einen Kringel rein. Ist der Pirschpfad gemacht, mache ich einen Haken hin. Wenn freigeschnitten werden muss, mache ich bei Muss mein X rein. Wenn es jemand erledigt hat, machen wir da einen Haken rein. Wenn Reparatur erforderlich ist, hier ja, hier das Material. Wenn die Reparatur durchgeführt ist, X durchstreichen. Ich glaube, das wird gut, weil so hast du halt einen Überblick, weil so, dann fall doch runter. Weil so die, wie man das früher so gemacht hat, mal einen Samstagmittag getroffen mit 4, 5 Mann, 2 Autos, 2 Hänger, auf jeden Hänger 10 Leitersprossen, 2 Streben, Werkzeug und danach noch einen gemütlichen Grillinger nach kollektivem Abfahren und direkt reparierende Sitze. Das wird es halt dieses Jahr auch erstmal so nicht geben. Aus diesem Grund denke ich, dass das mit der Liste eine ganz gute Idee ist. So, mit dem Kamerad da hinten, der dicken Buche, fangen wir jetzt an. Ich meine, dieses Kontrollthema, das kennt jeder von euch. Aus dem Grund will ich da jetzt auch gar nicht so tiefgründig drauf eingehen, mit dem Handsitz bei einem Sitz. Ich gucke halt immer erst, dass die komplette Verflockung unten alles noch fest ist und sich gerade hier bei den Streben nichts irgendwie losgerödelt hat durch Bewegung oder Wind oder Erdbewegung. Hier der zum Beispiel, der ist jetzt ein bisschen locker, dem geben wir gleich einen Vorschlag, haben, da habe ich im Auto eine, dann ist der gut. Alles tipptopp. Leiter hat keine Verstrebung. Steht aber auch bombenfest. Next Point Erdanker. Der ist da oben gefangen. Hier ist ein bisschen Spiel. Das ist aber noch im Rahmen. Hier müssen wir auch nichts machen. Und dann halt die einzelnen Leitersprossen. Immer links, rechts. Alles gut, alles fest. Und das dann bis nach oben durch. Oben angekommen dann. Podest in Ordnung. Brüstung vom Podest ist durchgehend in Ordnung. Die Tür hat sich nicht verzogen. Tür schließt. Sitzbrett bzw. Stuhl ist in Ordnung. Schießlatte. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Hat hier mal wieder irgend so ein Ohrschloch geklaut. Die Fensterbretter sind alle in Ordnung. Und das war's eigentlich auch schon. Hier fällt jetzt halt noch auf, hier ist der Teppichbodenlose. Jo, hängen. Einmal, zweimal schreiben wir halt auf. Kleinigkeit. Ansonsten ist es hier in Ordnung. Und hier ist jetzt Luft gemacht worden in der Weihnachtsbaumkultur der Gemeinde. Hier ist Wiese. Da ist Wildacker. Ringsherum wird es Weizen geben. Ich glaube, das kann eine ganz interessante Ecke werden für dieses Jahr. Das Ganze aus. Wir brauchen keinen Pirschpfad, wir brauchen nichts freischneiden, wir haben eine Reparatur, teppichlose Schießlatte fehlt,
fertig. Ist zwar ein bisschen Schreibkram, aber ich glaube, das ist gut. Gerade wenn man so viele Sitze hat wie wir, weil man halt komplett autark arbeiten kann. Ich lege jetzt gleich, wenn ich die ersten 10, 15 Sitze fertig habe, diese Liste einfach in der Yachthütte auf den Tisch. So, morgen Mittag hat Marius früher Feierabend, geiles Wetter, Marius hat Zeit und Langeweile. Marius fährt auf die Hütte, guckt, oh guck mal, hier fehlen 1, 2, 3 Leitersprossen, bei den 3 Sitzen. Ich schnapp mir gerade 3 Leitersprossen, einen Akkuschrauber, Schrauben, fahr dahin, reparier's. Man spart sich halt unnötige Telefonate, unnötige Schreiberei und man hat immer alles auf einen Blick. Und wenn nachher hinten alles abgehakt ist, weiß man, man hat Ruhe. Weiß nicht, ich finde die Idee gut. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. So, wir schreiben ein paar Tage später. Und man sieht das vielleicht im Hintergrund, vielleicht hört man auch den Wind. Das Wetter hat komplett umgehauen. Während man letzte Woche hier noch im Kurzarm Hochsommerhemd stehen konnte, ist jetzt 5 bis 6 Grad und kalter Ostwind angesagt. Aber hier, das ist Jammern auf hohem Niveau. Dafür, dass wir letzte Woche hier so bombastisches Wetter hatten im März, da muss man dankbar für sein. Und das ist jetzt halt gerade normales Märzwetter. Auf jeden Fall bin ich mit der Liste durch. Die letzten Tage hatten wir noch 2 Tage so richtig Weltuntergangsstimmung. Also nur mit Platzregen und Sturm und hin und her habe ich nichts gemacht. Aber ich konnte es hinkriegen, in den anderen 3 Tagen 49 Reviereinrichtungen abzufangen. Die Liste ist soweit jetzt auch fertig. Ich habe das alles ins Reine geschrieben und dann auch hier. Grün heißt Pirschfahrt ist in Ordnung, rot heißt Pirschfahrt muss gemacht werden. Wenn frei geschnitten werden muss, ob das überhaupt noch Sinn macht, weil ich da nicht denke, ob der Sitz da überhaupt noch Sinn macht. Freigeschnitten werden muss, ist ein X. Wenn es erledigt ist, da einfach einen Haken rein und halt hinten die Materialliste, wenn man hier so drüber guckt. Also es sind echt keine Großbaustellen. Es fehlen wieder sau viele Schießlatten, die irgendwelche Idioten runtergeschmissen haben. Da ist eine Leiterlose, wo ein Flock durch muss, vordere Ablagelose, eine Sprosse, Flöcke nachhauen, vordere Ablage, Schießlatte, den holen wir zur Hütte. Das wird was fürs nächste Revierleben-Video. Wackel komplett Flöcke. Also hier, das ist alles Kindergarten. Also ich bin positiv überrascht. Das sind alles so klitzekleine Arbeiten, die man theoretisch sogar alleine machen könnte. Das passt. Keine großen Baustellen. Liste kommt jetzt auf die Hütte. Dann immer, wenn jemand mittags gerade Zeit hat, kann er sich dann da austoben gehen. Ja, und wir werden jetzt hier am Biotop im Hintergrund zu sehen. Kennt ihr aus den Entenvideos wahrscheinlich. Werden wir uns ein paar Weiden holen. Weil ich habe die ersten verfickten Böcke gesehen oder angefickten Böcke und ich will jetzt noch ein bisschen Weiden stecken. Ach komm, hier, halt doch mal dieses Sabbelpapier. Hatte ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, verlinke ich euch. Ich würde jetzt nach oben zeigen, aber dann macht das Papier wieder Lärm. Feldbockmagnet. Zeige ich euch gleich, ich hole schnell Weiden. Weiden sind am Start. Ich hätte jetzt hier noch weitermachen können, weil ich eigentlich mehr brauche. Ich habe auf das Regenradar geguckt und da hinten kommt irgendwo Regen in einer Dreiviertelstunde. Und ich würde gerne wenigstens vor den 3 Kameras heute noch was positionieren. Aus dem Grund nur die kleinere Menge, Rest mache ich dann die Tage. Wir düsen jetzt zu den 3 Wildkameras aus dem letzten Revierlebenteil. Da sollen die Weiden hin. Und für die Leute, die das eben angesprochene Feldbockmagnet-Video nicht kennen, da dann die kurzen Einzelheiten, warum, wieso, weshalb. So, wir sind angekommen. Zu dem Ding mit den Weiden, ganz kurz. Jeder wird das kennen. Es wird zuerst verbissen und vor allem verfegt, was am exotischsten ist. Hat es also der Eichel hier geschafft, Eicheln irgendwo im Buchenbestand einzubringen und daraus wird ein Bäumchen, wird das auf jeden Fall als erstes kaputt gemacht. Und diese Taktik kann man sich auch mit den Rehen zunutze machen. In dem Fall mit diesen Weiden. Weiden, weil sie halt relativ hoch und relativ gerade wachsen, ist genug Fläche und sie sind relativ flexibel, wenn da gefegt wird. Die kippen nicht direkt um. Ich habe das Ganze mal im separaten Video, wie gesagt, beschrieben, hatte ich euch eben oben verlinkt. Ich glaube, ich habe noch ein Video von letztem Jahr von einer Kamera, das sehr gut zeigt, dass das Ganze funktioniert. Wenn ich das noch haben sollte, blende ich euch das jetzt ein.
Ja, so sieht das dann aus. So, wir werden jetzt hier das Zweck entfremden, was aber gerade gut passt. Ach komm schon, weil da jemand nachgefragt hatte. Und zwar so ein Kameraspieß. Die habe ich im letzten Video erwähnt. Die hat Marius selbst geschweißt. Das ist also im Endeffekt nichts anderes als hier oben eine Schraube, die auf die Kamera passt. Das Ganze dann aus Torstahl. Und hier unten ist einfach nur so ein Fuß dran. Hat den Vorteil, dass du auch bei relativ festem, steinigen Boden hier einfach einen Tritt hast, wo du es reinpacken kannst. Und du hast auch die Möglichkeit, das Ganze in einem gewissen Winkel anzubringen. Es gibt von einigen Herstellern, auch von Sikacam, so Stäbe. Die sind dann aber wie so ein Monopod, also nur eins. Kommt immer auf die Bodengeschaffenheit im Revier an. Wenn das relativ steinig und fest ist, wie hier bei uns, dann bist du mit so einem Monopod schon ganz schön im Rödeln, bis du diese eine Stange drin hast. Und dadurch, dass du hier einfach hin, mit dem Fuß drauf und das Ding ist weg, hast du hier halt einfach ein ganz anderes Handling. Zumal ich behaupten würde, ich habe so einen Monopod noch nicht ausprobiert, aber ich glaube dadurch, dass wir hier mit zwei Kontaktpunkten in der Erde sind, dass das Ganze, gerade wenn die Kameras im Feld oder am Waldrand, Feldwaldrand stehen und der Wind herrscht, dass die dann durch den zweiten Kontaktpunkt nicht ganz so anfällig für Wind sind. Das Teil werden wir jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, zweckentfremden, um damit gerade schnell Löcher vorzudrücken, in die wir dann die Weiden stecken. So, es ist vollbracht. Hier hängt die Kamera. Die hat jetzt die Salzlecke und die Weiden im Blick. Loch gemacht, reingesteckt, einfach ein bisschen festgetreten. Doof war, das hier war eine gute Idee, hat aber nicht geklappt, weil dadurch, dass der zweite Fuß dran ist, kommt man das Ding halt nicht richtig rödeln. Also ich habe es jetzt einfach mit der Spitze gemacht und muss halt gleich das Gewinde sauber machen. Ja, und das steht jetzt auch noch an den anderen beiden Kameras aus dem letzten Revierlebenteil an. Ich sehe aber gerade schon da oben an meinem Kameramonitor blinkt. Ich habe leider die geladenen Akkus zu Hause liegen lassen, habe nur noch 20 Minuten. Der Modus aber ran, die ist klar, denke ich. Deshalb werde ich jetzt nicht noch das filmen, wie wir das an den anderen beiden Kameras machen. Was wir aber machen werden ist, ich habe meine SD-Kartenpäckchen dabei. Wir werden jetzt an allen drei Kameras aus dem letzten Revierlebenteil die Karten auslesen. Weil sie haben ihren Zweck mit dem Böcke bestätigen schon erfüllt. Seid gespannt. So, alle drei Kameras aus dem letzten Revierleben-Vlog sind jetzt mit Weiden bestückt. Ob das unten am Einhorntal an Marius seinem Sitz, Lieblingssitz, da an diese Biotopsfläche, die ja reiner Wildwuchs ist, ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Ich glaube, da lachen die Böcke eher über die 4-5 Weidenstängel, die ich da jetzt hin platziert habe. Weil in dieser Fläche steht halt so viel exotischer Büsche und Sträucherkram, den da stellenweise auch die Gemeinde nachgepflanzt hat. Aber hier, Versuch macht klug. Wir werden bald Näheres wissen. Kommen wir nun noch schnell zur Auswertung der Kameras aus dem letzten Revierlebenteil, ob das so Sinn gemacht hat. Und bei der ersten Kamera hatte ich euch ja beim letzten Mal diesen Bock, der von der Kamera wegzieht und massig hoch auf hatte, gezeigt. Der war direkt in der ersten Nacht nach Anbringung der Kamera da. Also ich weiß jetzt nicht, ob er es war, aber es war definitiv ein Bock, der richtig, richtig hoch auf hat. Meines Erachtens aber zu jung. Ob da noch ein zweiter lief da auch noch rum? Der ist definitiv recht jung. Da muss man gucken, was das ist, wenn der Bastard ist. Aber seht selbst. Die zweite Kamera aus dem letzten Teil, das war da, wo wir den Salzheckstein noch neu installieren mussten, weil der alte da sich aufgelöst hatte. Da war Rehwild drauf. Allerdings ist es immer nur am Salzheckstein vorbeigezogen, am äußersten Kegel des Erfassungsbereichs und somit auch des Blitzbereichs der Kamera. Die wollten von dem Salzheckstein nichts wissen. Ich hoffe, dass jetzt die Weidengeschichte da ein bisschen mehr lenkt, weil das Video, sofern ich es euch dann noch zeigen konnte, weil ich es noch hatte, von den Böcken an den Weiden von letztem Jahr ist genau in dieser Ecke entstanden. Hier war allerdings ein Bock vor
drei oder vier Tagen auf der Kamera. Da hat die Kamera ein Bild geschickt. Aber genau in dem Moment, wo die Kamera das, oder das Bild, das geschickt wurde, hat der Bock sich anscheinend geschüttelt. Das war unscharf. Da gucken wir dann jetzt gleich mal, ob man da auf den beiden anderen Bildern oder auf der Videoaufnahme mehr erkennen kann. Das war aber irgendwas Jährlingsmäßiges, was jetzt nicht so Mords auf hatte. Ja, last but not least, hier unten die Kamera an Marius am Sitz. Hier waren mehrere Böcke drauf. Ich krieg's jetzt aus der Erinnerung gerade nicht zusammen. Es war auf jeden Fall einer, der knapp über Lauscher hoch auf hat. Der sah irgendwie krumm aus. Dann war einer drauf, der hat deutlich weniger auf, aber auch noch voll im Bast. Und dann war noch einer drauf, der hatte, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, sogar schon verfegt oder angefangen zu fegen. Das war in den Morgenstunden irgendwann. Aber auch hier seht ihr jetzt die Bilder und könnt euch selbst ein Bild machen. Ja, und damit wären wir dann auch schon wieder am Ende angelangt. Ich gucke gerade gegen den Himmel, also es wird immer dunkler. Das Regenradar hat höchstwahrscheinlich mal wieder recht gehabt und hier fängt gleich die Sauerei an. Ich werde jetzt noch zur Yachthütte fahren, eine Runde Holz hacken und dann mal gucken. Die nächsten 6 Wochen bis zum 1. Mai, bis es dann wieder mit aktiv Jagen losgeht, ist noch ein bisschen was zu machen. Inwieweit wir da jetzt Revierlebenteile draus drehen können, weiß ich noch nicht. Was auf jeden Fall drauf auf der Liste steht, das habe ich eben schon mal gesagt, ist, dass wir einen Sitz, der steht noch mitten in der Heide, da war mal eine Kehrung, die haben wir aber verlegt, wegholen, da muss ein neues Dach drauf. Den werden wir die Tage irgendwann mit dem Frontlader zur Jagdhütte fahren lassen, hier von einem benachbarten Landwirt. Der muss repariert werden, der kommt runter ins Einhorntal, auf dieser Erhöhung, wo ich damals den Drückjagdbock installiert hatte. Dann steht an, dass wir Wildecker anlegen werden mit Peter, der hat einen Forstmulcher gekauft. Wir wollen mal gucken, wie sich Wildecker auf Käferflächen so machen, ob das klappt. Das hatte ich ja letztes Mal schon gespoilert. Ja, und dann April, noch zweieinhalb Wochen, werde ich dann auf jeden Fall anfangen rauszugehen und die Kamera auch mitnehmen, um mal zu gucken, was wann wo austritt. Schon mal so ein bisschen Verhaltensweisen mit dem ganzen Pandemietourismus hier auskundschaften. Ob es am Anfang von Mai dann eher abends doch Sinn macht oder ob man sich wirklich morgens rausquälen muss. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, es ist noch Material, glaube ich, da, um die 6 Wochen bis zum 1. Mai zu füllen. In diesem Sinne, denkt dran, wem es gefallen hat, ein Däumchen ist ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video und ich sage Horido und Waldmannsheil.